Servus, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Satisfactory, gemeinsam mit Regi und Helfer, und ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Ah, warst du kurz Kalk holen oder was? Ah, da oben haben wir schon gerätscht. Oh ja, mein Gottes Willen. Ja, ich habe schon ein bisschen gebaut. Aber wir brauchen dann Draht für den Strom, also dass wir Stromleitung hinkriegen. Also brauchen wir Kupfer. Ja. Ja, da bin ich ja gerade dran. Ja, no power. Achso. Das, die Maschine da oben hat no power, ne? Ja, ich bin ja gerade am Strom machen. Ah, okay, Bots, das ist ja geil. Hey, da wie arg das ist. Cool. Zwusch. Aha, da verbindest du schon, okay. Irgendwie daneben, ne? Platten. Ah ja, hier hat's auch nochmal Kupfer, okay. Dann muss ich mir nochmal ein MK1 herstellen, ne? Unbedingt, sage ich. Das Allerwichtigste ist der MK1, der berühmte. Jetzt geht es ja, noch immer nicht, der Schaß. Macht man nicht so alles quer rein hier. Wir haben sonst bald keinen Platz mehr zu bauen. Warum geht das jetzt bei dir nicht? Ja, ja. Regi, bei mir hat das einen Grund, warum ich so viel Abstand mache, dass du dann überall einen Splitter einbauen kannst und dann drei Produktions machen. Ja, das ist klar, aber das ist ja hier alles quer und fällt ein, so ungefähr. Warum kannst du da nichts bauen, Vincent? Verstehe ich nicht. Ja, im Fall hat man... dir fehlen die Rohre vielleicht. Oh, Alter, von Rohren hast du nichts erzählt. Ich hab's ja gerade geguckt, also Platten, Beton und Rohre braucht man. Aha. Ja, aber wenn du es jetzt Eisenbahn herstellen möchtest. Ja, herstellen ist hier auf der Seite, Vincent. Du guckst immer da bei der Forschung hier. Ja, da links habe ich geguckt, ja. Und da. Eisenbahn und. Aber irgendwie. Du hast die Eisenstange, nennt sich das. Ach so, das ist das. Ich hab's von Rohren erzählt, okay. Passt, Eisenstange. Ah, eine Stunde später klappt es dann wohl auch mit dem Förderband. Ja, alles klar. Okay. Yay, mein erstes Förderband, um Gottes Willen. Cool, passt. Zack, 10 Beton. So, Kupfer wollt ihr zu haben vor allem, oder wie? Ja, Kupfer wegen produzieren Strom. Wir jetzt auch schon die Bahnen, also. Ja gut, dann brauchen wir nichts mehr, ne? Dann haben wir gewonnen. Doch. Wir sind jetzt gerade dabei, das Hub Upgrade 5 herzustellen. Also das ist ja, was man braucht. Jede Menge Kupfer, sehr viele Rohre, okay, kenn mich aus. Ansonsten kannst du schauen, ob die Generator voll mit Sprit sein. Oida, die Generatoren, okay. Kannst du Platten sammeln gehen und Sprit voll machen. Okay, das mache ich. Blätter sammeln, jui! Aber erst dann an der Werkbank als Biomasse umwandeln. Ah, okay. Richtig. Biomasse. Jetzt läuft's wieder alles. Ach, oben dein. Jetzt läuft noch nicht. Ja, da ist noch kein Stromkabel, das macht ja keinen Sinn, das geht ja nicht. Das geht ja nicht. Jetzt läuft's wieder alles. Das geht ja nicht. Biomasse. Oh, wir müssen auch mehr Verteiler bauen für die Strommasten, sonst haben wir ja einen Kauderwelsch bald. Wir wissen nicht mehr, wo wir es anschließen müssen. Rein mit der Scheiße, ne? Ah, da sind wir ja auf Anschlag. 200 ist Max scheinbar, okay. Ja, der Hell hat da, glaub ich, schon wieder aufgefüllt, aber jo, wir sind ja jetzt eher auf dem Weg dahin, dass wir noch einen Generator bauen können, aber dazu brauchen wir das Hub Upgrade 5. Dann geht erstmal das richtige Arbeiten los. Können die Aufträge nicht automatisch gemacht werden, also aus Eisenbahnen zum Beispiel, also Eisenbahn Nein. herstellen? Also man muss mit der linken Maße... Ja, das dafür halt. Hast du den Spieler diesen Constructor, wo dir das automatisch herstellt. Aha, okay, na gut. Aber den kann man jetzt noch nicht bauen, wenn wir zuerst Strom brauchen mehr, ne? Genau, richtig. Du
brauchst ja halt eine Maschine, die dir das herstellt. Also du automatisierst das immer mehr dann einfach. Aber das am Anfang brauchst du halt die Zeit dazu. Und jetzt haben wir gleich. Warte, hell. Ich noch nicht. Oh, oh mein Gott. Spät. Gut. Jetzt haben wir schon das Upgrade 5. Und jetzt haben wir hier eine Forschungsstation. Und da tue ich gleich mal den Panzer rein. Ach, brauchen wir 10 Panzer? Hey, hey, was ist hier für einer? Da kommt was vom Himmel geflogen. Ja. Pass mal auf, der hebt damit ab. Okay. Oder jetzt nicht, aber wir haben jetzt. Haben wir jetzt Tier-Upgrades sozusagen? Wir kremmen jetzt, ja. Jetzt müssen wir aber die Dinge irgendwo dann hinbauen, nachher nicht das. Fette Ding. Ja, gut. Nur noch eine Weile weg davon. Erstmal sollte man genug produzieren. Weißt du, wie viel du brauchst für den Teil, für das Teil. So, ja, ich kann jetzt gesperrt. Ja, bla bla bla. Wenn man schaut, bis die Sequenz fertig ist. Ja. Vincent? Ja? Hast du die ganzen Nüsse gefressen vorhin? Ja, die sind weg. Warte, okay. Egal, wir haben hier hinten drin im Hub. Wo bist denn du? Am Hell. Komm mal mit. Komm mal hier. Am Hub, ja. Komm mal mit. Die Kiste, wir haben jetzt hier hinten drin. Haben wir jetzt so eine Forschungsstation. Aha. Und da kannst du dann einfach Sachen reintun. Jetzt tue ich gerade zum Beispiel einen Alien-Panzer erforschen. Das dauert jetzt noch 6,5 Minuten. Okay. Dann könnte man zum Beispiel Blütenblätter erforschen, Paleo-Beere, Beryl-Nuss und so weiter. Und da kriegst du auch Rezepte da zum Herstellen dann auch irgendwann mal raus. Ah, cool. Für nahrungshaltigere, also ja, wo du dich dann mehr heilst wahrscheinlich, ne? Genau, ja. Oh mein Gott, für den Angriff. Das sind gleich zwei Viecher, okay, na dann drehe ich um. Okay, na, wenn ich mich dran widmen. Oh mein Gott, ich fall. Alter, ich habe nur noch zwei Herzen. Ah, fuck, ja, nur noch ein Herz. Der Wind. Das ist immer lustig mit dem. Uiuiuiuiui. Ah, ja, also, wenn du stirbst, spawnst du wieder in der Base und dann musst du halt da zurück wieder. Ah, ich bin schon da. Puh. So, ich stelle uns mal die Eisenplatten jetzt her für unseren Meilenstein. Ja, mach das mal. Yay. 6,5 Stunden später. Base-Taper, das dauert lang, Alter. Ja, es ist ja schon automatisiert, das ist langsam. Wie ist es schon automatisiert? Platten tue ich schon selber herstellen. Ja, wie jetzt? Ja, das dauert halt ewig. Ne? Das dauert halt, wenn du mit der Hand bist, ist es schneller. Ja, aber wo kann man das automatisiert herstellen? Bei einer eigenen Fabrik wieder, oder wie, oder was? Ja. Ah. Bam, 91 von 150. Du hast ja dieses Baumenü mit Q, das hast du ja hoffentlich schon rausgefunden. Werkbank, Ausrüstungswerkstatt, Miner. Ah, okay. Constructor baust du gerade. Genau. Dann gibt's einen eigenen Punkt Energie mit Biomassbrenner, okay. Genau, und dort siehst du auch, was du alles herstellen kannst und was du brauchst dafür natürlich. Oh, endlich. Was ist das? Eine Beere, nice. Ach, die Splitter haben wir noch gar nicht, fuck. Na gut, dann steht er jetzt einfach schon mal so da. Jetzt haben wir drei gefressen, auf einmal. Ist, haben wir noch nicht erforscht, die Splitter. Kann ich da nämlich schon mal was anfangen? Uhu. Ja, war es eigentlich was Cooles, oder was? Ja, ich baue jetzt unser Fundament, fange ich jetzt an. Hä, was ist das? Ich habe es entdeckt. Eine Absturzstelle, oh mein Gott. Merkt ihr die Stelle? Ja, warte mal, ich höre glaube ich Angriffe, ich höre da was. Gibt's eine Map? Ne, gibt's nicht wirklich. Ah, Map habe ich noch nicht rausgefunden, ob es da eine gibt. Ich bin in Richtung Süden, auf jeden Fall. Geh auf der Karte. Ich habe gerade gefragt, ob es eine Map gibt. Also mich siehst, ja, eh. Da oben da, in der Ansicht, Ziggy, wo du bist. Warte, ich bin im Kampf. Was ist mit dem Vieh, oder? Voll im Ausrasten. Bam, Alter. Ja, cool. Aha. Reparaturen erforderlich steht da oben. Ja, das musste reparieren, aber da haben wir doch lange nicht die Mats dazu. Ja, ich habe gerade mal 184 Draht aufgehoben. Sehr gut. Geil.
Und verstärkte Eisenplatten, 3 Stück. Das ist jetzt nicht so viel, aber... Hat er auch nochmal. Ja, nice. Hat sich ausgezahlt, mein Ausflug. Ins Ungewisse. Jetzt müssen wir nicht mehr hungern. Eh nicht hungern, wir müssen eh nichts essen. Stimmt, das wird dem Spiel noch fehlen, ne? Essen und dann Wetterdinger, also so, weiß ich nicht, das schneit plötzlich und dass man ein Feuer machen muss oder so. Ja, so ein bisschen genau. Mehr, ein bisschen mehr Survival-Aspekt noch, wäre nicht schlecht. Finde ich. Jo Leute, das war's jetzt mit dieser Folge Satisfactory. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Hoffentlich hat euch dieser musikalische, ja, wie nennen wir es, das Experiment gefallen. Oder ihr hattet Spaß daran. Muss euch nicht gefallen haben, Hauptsache es war lustig. Und bis zum nächsten Mal wieder bei diesem Spiel. Baba. Abonnieren nicht vergessen. Und Daumen da lassen und kommentieren und so, ne? Ihr wisst Bescheid, ne? Tschüss!